So I will start immediately with introducing Ben Sr. to you. He's an independent researcher and inventor, and he's got a topic I'm really looking forward to all Congress about hacking how we see, and especially hacking how the brain works, because, I mean, it's not about the eyes, we can just, yeah. Ja, willkommen zu dem Talk Hacken, wie wir sehen, von Benjamin Senior. Wir sind Flo und Franz T. Und wir freuen uns über Feedback zu den Übersetzungen auf Twitter unter dem Hashtag C3T. Benjamin Senior ist ein unabhängiger Wissenschaftler und wird jetzt diesen Vortrag halten. Hello everybody. Hallo alle. Ich würde mit ein paar Danksagungen beginnen. Danke an alle, die dieses Event organisiert haben. Es ist sehr inspirierend wie jedes Jahr und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier sein kann und ich bin auch sehr dankbar, dass ihr alle hier seid. So, ich werde darüber reden, wie man hacken kann, wie man sieht. Ich widme das meinem Sohn Arthur. Ohne ihn würde dieses Projekt nie gestartet sein. Und ich widme es auch all den vielen Freiwilligen, die ihre Energie und ihre Zeit und ihre Erfahrungen bereitgestellt haben, damit wir dieses Projekt, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Dies ist über Schwachsichtigkeit. Ihr kennt vielleicht Leute mit Schwachsichtigkeit. Das sind Leute, bei denen ein Auge nach außen oder nach innen fällt. Es ist nicht immer, muss nicht immer sein. Manchmal ist es nur manchmal, wenn man müde ist. Manchmal schaltet es auf die andere Seite. Manchmal ist es das andere Auge, das einfach zur Seite fällt. So, also ich möchte einmal eine Frage. Wer hier zu den Zuschauern hat Schwachsichtigkeit? Es melden sich ein paar. So, bevor wir darüber reden wollen, was wir hacken wollen, müssen wir erstmal unterstehen, was es ist, das wir hacken wollen. Was heißt es zu sehen? Es klingt sehr offensichtlich, wir sehen mit unseren Augen, aber nicht wirklich. Wir sehen durch unsere Augen in unserem Gehirn. Das ist, möchte ich euch einmal klar machen. Das Seltsame ist, dass das Gehirn eigentlich an der Rückseite des Auges starrt. Die einzige Stelle, wo das Gehirn außerhalb der schützenden Hülle des Kopfes ist, ist das Auge. Und das Verrückte ist, da sind 100 mal so viele Gehirnzellen an der Rückseite des Auges, als es Axonen gibt, die Signale zurück in den Rest des Gehirns bringen. Das Auge nimmt nicht nur Licht, also Helligkeit auf, wie der Sensor in einer Kamera. Diese Kanäle sind sehr speziell. Manche Rezeptoren sind für bestimmte Wellenlängen spezialisiert oder unter bestimmten Lichtbedingungen. Andere feuern, wenn einige Rezeptoren einen Kontrast erkennen, also ein paar Sensoren stellen Helligkeit fest, andere Dunkelheit, dann feuern sie. Andere erkennen die Bewegung von Licht oder über die Rezeptoren, insbesondere wenn sich eine Lichtwelle über die Rezeptoren bewegt. Da gibt es eine hochstrukturierte Daten, die etwa 10 Megabit pro Sekunde entsprechen, die dann über den Sehnerv überleitet werden. Wenn sie im Gehirn ankommen, sind diese vielen Daten, vielen kleinen Fragmente der Wahrnehmung völlig kontextfrei an. Und das Gehirn sortiert sie dann so, kombiniert sie mit den anderen Sinnen des Körpers, um daraus Sinn draus zu machen, um die Umwelt erklären zu können. Bewegst du dich oder bewege ich mich? Und dann wird all dieses zusammengesetzt, sodass du bewusst wahrnehmen kannst, dass du bewusst die Dinge wahrnehmen kannst, auf die du deine Wahrnehmung fokussieren musst, sodass du sie erkennen kannst und dass deine Augen die Objekte, für die du dich interessierst, verfolgen können. Das sind einige der Teile, die den visuellen Kortex ausmacht. Diese sind ja buchstäblich neurale Netzwerke, das sind neurale Klassifikatoren. Und dieses Ganze funktioniert unbewusst. Es
Es verarbeitet diese ganzen vielen Fragmente und leitet diese ganzen Sachen unbewusst weiter bis dahin, wo man dann schließlich der Wahrnehmung bewusst wird. Da gibt es diese vielen kleinen Netze, die interagieren miteinander, diese Ausgaben dieser Klassifikatoren fließen hin und her und suchen einen Suchraum ab und versuchen, ein wahrscheinliches Ergebnis zu finden. Was ist es, worauf du wahrscheinlich hin bist? Nun, das sind nur Werte. Kann man das, Worte, kann man das erfahren? Ja, man kann. Wir haben an diesem Kongress und auch auf früheren Kongressen gesehen, wie neurale Netzwerke, also Klassifizierer mit neutralen Netzwerken angegriffen werden können, sodass sie die falsche Klassifikation machen. Und optische Täuschungen sind genau das, sind genau solche Angriffe auf die Klassifizierer, außer dass sie nicht auf einem computerneuralen Netzwerk arbeiten, sondern auf unserem Gehirn. Man kann das auf verschiedenen Abstraktionsniveaus machen. Es gibt so viele verschiedene optische Illusionen. Ich zeige euch ein paar, nur um den Punkt zu betreuen. Guck auf den CES-Zentrum von einem dieser Kreise und dann fangen die anderen wahrscheinlich an zu rotieren. Außer, dass sie natürlich nicht rotieren, ist es komplett fest. Das verwirrt den Klassifizierer, der Rotation erkennt. Das hier ist ein Bild aus den 1890ern und der Künstler hat es extra zweideutig gemacht. Man kann es als eine Ente erkennen oder man kann es auch als einen Hasen erkennen. Aber was lustig ist, man kann es nicht als beides gleichzeitig erkennen. Man kann es versuchen, wie man will, man schaltet schnell und hin und her, aber das macht immer eine Entscheidung. Entweder ist es eine Ente oder es ist ein Hase, aber nie beides an der gleiche. Hier haben wir noch eine Illusion. Es sieht aus wie Berge über einem See, aber da ist überhaupt kein See. Es ist eine weiße Mauer an der Rand des Gartens. Ja, das ist das, womit zum Beispiel Magier täglich arbeiten, solche Täuschungen. So, also lass uns darüber zurückkommen, was heißt es, mit zwei Augen zu sehen? Du hast zwei Augen, in jedes Auge sieht ein flaches Bild der Welt und das Gehirn bringt das zusammen. In Primaten und im ganzen Haufen fleischfressenden Tieren hat es sich so entwickelt, dass die Augen an der Vorderseite des Schädels sind und beide nach vorne gucken. Das gibt eine große Überschneidung zwischen dem Sehfeld der beiden Augen. Und das erlaubt es den Tieren, die Entfernungen genau abzuschätzen. Und das ist ziemlich wichtig für Primaten. Nun, warum arbeitet das? Physikalisch funktioniert es, weil die Augen horizontalen Abstand haben. Jedes Auge hat ein etwas anderes Blick auf die Welt. Man kann die beiden Bilder oben übereinander legen und man sieht, dass diese Bilder vorne einen Überlapp haben, diese Parallaxe. Und wenn du ein VR-Headset hast oder ein Stereoskop, dann gibt es ein rechtes und ein linkes Bild. Und wenn man die übereinander liegt, kann man diese Überschneidung sehen. Und diese Äste würden herausspringen aus dem Bild, weil sie die Schaltkreise für die Tiefenerkennung triggern. Und das ist sehr wichtig für Schwachsichtigkeit. Das ist etwas, was man in den ersten Wochen oder Monaten des Lebens lernt. Wenn man ein Baby in der Krippe sieht, das mit einem Teddybär oder so spielt, fängt es an, mit den Augen in alle möglichen Richtungen zu gucken. Und es lernt mit der Zeit, beide Augen auf ein Ding zu gucken und es lernt, mit beiden Augen gleichzeitig eine Sache zu betrachten. Und es sieht, wenn es halt genau darauf fokussiert ist, diese Parallaxe verschwunden. Und so in der gleichen Zeit entwickelt das Gehirn ein Gefühl für Entfernung. Es fühlt den Input aus den Augenmuskeln und es weiß, wie weit es ist, wenn die Arme sind oder wie lange es braucht, dahin zu krabbeln. Und das setzt das Gehirn zusammen und gibt ein Gefühl von Entfernung. Ah ja, das macht das, so nimmt das Gehirn den, die,
die Bilder zusammen und sagt, ah ja, so weit ist es ungefähr. Und das wird ja parallelisiert. Wenn man an dem Objekt vorbeiguckt, also wenn ihr einen Finger vor euch haltet und ihr guckt auf mich zum Beispiel, dann seht ihr, dass ihr euren Finger doppelt seht. Und wenn ihr herumgeht oder durch einen Dschungel läuft und durch einen Tiger, werdet ihr von einem Tiger verfolgt werdet, dann seht ihr verschiedene Parallaxen von den Dingen um euch herum und das gibt euch ein Gefühl von Tiefe für den Raum, dem ihr euch aufhaltet. Wie passiert das? Das passiert sehr, sehr früh in dem visuellen Verarbeitungssystem. Die Signale von den Augen werden an das Ende des Gehirns in diesen V1-Kortex geroutet und da fängt das meiste von der Verarbeitung an. So what's an ocular dominance column? Well, da findet man diese okulären Dominanzsäulen. Diese Streifen signalisieren die Eingaben, also Millionen davon, die hellen Streifen signifizieren den Input von einem Auge und die hellen von dem anderen. Und wenn man hineinguckt, sieht man da diese Überlappung. Das nennt man eine Hypersäule. Das ist eine seltsame Struktur, die man in dem Gehirn findet. Das ist ein multidimensionaler Klassifizierer. Es klassifiziert Orientierung und Farbe und klassifiziert in ähnliche Strukturen klassifizieren in anderen Teilen des Gehirns Geräusche und Berührungen. Und je weiter man von der Oberanfang dieser Hypersäule geht, desto mehr über größere Abstände in dem Eingabe von dem Auge werden verglichen, um zu gucken, wo was sich ändert oder was gleich ist und wo dann das Ergebnis rauskommt, diese Dinge sind das Gleiche oder diese Dinge sind anderes. Woher kommt diese Schachsichtigkeit? Viele Sachen können falsch gehen während der frühen Zeit des Lebens. Gene können nicht ordentlich editiert werden. Es können Gifte in der Umgebung sein. Die Frau, die Mutter kann nicht ordentlich sein. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo auch bei den Augen was schief läuft. Es können zu viel Flüssigkeiten im Auge, zu wenig Flüssigkeit im Auge. Optischer Nerv kann Probleme haben. Das Gehirn kann die falsche Form haben und wie dem auch gleichzeitig können die Babys in der Gebärmutter 300 bis 400 neue Neuronen entwickeln und das ist. Und bei vielen von den Situationen ist das einfach. Ja, dasselbe Ergebnis. Ein Input ist sehr anders zum anderen Auge. Und jetzt haben wir diese Situation, wie dieses Gehirn die Bilder nicht wirklich mehr zusammenbringen kann. Es ist nicht mehr ausreichend oder genug Ähnlichkeiten. Das heißt, man sieht doppelt. Wie zum Beispiel, wenn man sehr, sehr besoffen ist. Und von einer Evolutionssituation, wenn ein Affe nicht ganz klar denkt, dann ist er. Wird halt gegessen. Und es gibt halt diesen Plan B, das nennt sich Amyloplopie. Wenn das Gehirn nicht so ganz klar ist, was passiert, dann wird eins der Augen unterdrückt. Das heißt, man sieht klar, aber man hat keine Tiefenerkennung und man sieht nur einen Teil von seiner Umgebung. Und wo passiert das? Viele unterschiedliche Theorien. Es ist nicht wirklich bekannt. Einige der neuesten Hypothesen sind, dass es spezielle Bereiche gibt, die schauen, ob das die beiden relativ ähnlich sind und feststellen, wenn sie, oh, das sieht ganz komplett anders aus, ich schalte mich einfach aus. Und die haben halt diesen frühen Bereich des Gehirns, der ganz am Anfang ist. Das heißt, die Augen funktionieren, die Daten kommen dahin und dann werden sie unterbunden. Das heißt, sie gehen nur weiter in einer sehr schwächeren Form. Der nächste Schritt ist, oder die nächste Konsequenz ist häufig Strabismus. Das heißt, dieses schwache Auge hat diese Unterdrückung und dann die
Auge, wenn das Auge in eine Richtung abdriftet. Es ist auch nicht relativ klar, warum das passiert. Es kann sein, weil diese Augen die ganze Zeit hin und her kämpfen mit Muskeln auf beiden Seiten. Das heißt, wenn es positioniert ist, dann wird es nicht, bewegt sich einfach hin und her. Und vielleicht ist eine Muskelgruppe einfach stärker. Das heißt, entweder ist es nach links oder nach rechts gezogen. Oder vielleicht ist es auch, weil das Gehirn wirklich ein Signal bekommen würde, das so anders ist wie möglich oder wenn es einfacher auszufiltern ist. Das Problem ist, dass Evolution noch nicht über Augenärzte wusste. Das heißt, heutzutage haben wir Augenärzte, die Laser da ins Auge schießen und Linsen austauschen und alle möglichen magischen Sachen. Aber Evolution hat diesen Zurücksetzungsschalter nicht eingebaut. Das heißt, wir können nicht neu starten. Das heißt, obwohl wir das originale Problem gelöst haben, schaut das eine Auge immer noch in die Ecke und ist ausgeschaltet. Die Frage ist jetzt, wie lösen wir dieses original logisch evolutionäre Problem? Ich möchte erst über ein paar der Konsequenzen reden. Also die persönliche Konsequenzen von Augen, die haben, da ist, dass sie keine Tiefe erkennen können. Das heißt, sie können einfach häufiger stolpern oder fallen. Das ist einfach Stress. Sie sind häufig weniger detailorientiert, wenn sie ihren Körper benutzen. Leute, die ein Teil ihrer Gesichtssituation sind, sind nicht so klar, wer in sozialen Situationen was sagt. Und das ist einfach noch ein weiteres Stressteil. Es ist ein Problem, wenn man sich hässlich fühlt. Es ist problematisch, wenn man mit Leuten redet und sie nicht wissen, ob du sie anschaust oder jemand anderen. Stress und Stress und Stress, das ist ein großes Problem. Soziologisch reden wir über 7 Millionen Leute pro Jahr, die einen Nachteil haben. Es ist nicht unbedingt notwendig, wenn wir da was darüber tun können. Und weil es überall ist, und 74% der Welt weniger als $10 pro Tag haben viele Leute keine Option. Neurologisch, was sind da die Konsequenzen? Wir sind mit diesen ganzen Strukturen geboren, um die Augen zusammenzuführen. Wir haben die ganzen Strukturen, die dazu sorgen, dass wir schauen. Aber das ist alles nicht ordentlich verbunden und in ihren ersten frühen Phasen des Lebens haben wir das nicht zusammenbauen können. Das ist ein System, das ist einfach nicht toll funktioniert. Und im schlimmsten Fall, wenn eine dieser Kolumnen keine Input hat, kann es sein, dass sie mit der Zeit reduzieren. Das heißt, anstelle von Streifen haben wir diese punktuellen Inseln. Das kann zu Blindheit führen. So, was passiert jetzt? Ihr könnt vielleicht einen Sichttherapeuten treffen. Das ist wie Sprachtherapeuten. Die können eine Stimme wieder, wenn ein Gehirnproblem existierte. Aber das ist sehr selten, dass man so eine Person findet. Es gibt ungefähr 2000 in der Welt. 1000 davon in Amerika und sie können mehr als $400 pro Stunde bezahlen. Das heißt, außer man ist reich und hat eine gute Versicherung, kommt man da einfach nicht rein. Man ist 100-mal wahrscheinlicher, einen Ophthalmologist zu treffen. Und in den letzten 100 Jahren haben sie Patching und Operationen gefordert. Die Patching ist die Idee, dass man das starke Auge abschaltet und mit einem Aufkleber überdeckt und das schwachere Auge besorgen lässt. Das hat zwar ein paar Vorteile, das heißt, beide Säulen müssen benutzt werden. Aber wenn man das zu viel macht, dann sagt das Gehirn, hey Leute, ich möchte nur ein Auge benutzen. Was machst du? Du möchtest das Auge benutzen lassen, das ist in Ordnung. Und schaltet auf das andere Auge um. Und selbst wenn das nicht passiert, man trainiert nur diese
einäugige Version zu sehen. Man trainiert nicht die Koordination zwischen den beiden Augen, wo die ganzen anderen Sachen hinzukommen, die Tiefenerkennung und so weiter. Ein paar Kinder haben Glück, ein paar Kinder durch Patching von ein paar Stunden kriegen irgendwie diese Situation und sie können die beidäugige Sicht wieder bekommen. Aber das passiert nicht immer. Die andere Option, soweit Ophthalmologen sind, ist, dass man die Augenmuskeln ein bisschen zusammenschiebt, dass die Situation, wo das Auge normalerweise ist, ungefähr in der Mitte des Lichtes ist. Es ist nur kosmetisch. Das bedeutet nicht, dass es wertlos ist, aber führt dazu, dass man sich besser fühlen kann, aber das führt nicht dazu, dass das Gehirn wieder gerade arbeitet. Das heißt, wir kriegen nicht die Beidäugigkeit wieder zurück, aber es ist eine Möglichkeit, weil wenn die Augen ungefähr gerade sind, bedeutet es, dass man selbst durch die billigsten virtuellen Realitäts-Headsets durchschauen kann. Diese Headsets machen etwas sehr Nützliches. Es ist weniger über die virtuelle Realität, sondern mehr die Möglichkeit, dass man jedes Auge unabhängig voneinander gezielt ansprechen kann. So, was wäre, wenn? Nachdem die physikalischen Probleme gelöst sind, wenn wir an dieser Sperre vorbeihacken können. Wir wissen, dass diese Klassifizierer im Gehirn, diese optischen Dominanzsäulen, lernen können, dass sie lernen können durch Trainieren. Können wir Umgebungen bauen, die unbewusst diese binokulare Sehen wieder herstellen können? Jetzt kommen wir zu dem, was wir gemacht haben. Ja, Entschuldigung. Wir haben sehr grundlegende Experimente gemacht, sehr, sehr grundlegende Hypothesen, einfache Hypothesen, die über anekdotische Beobachtungen basiert sind. Das sind Beobachtungen, die wir bei der Entwicklung gemacht haben. Jedes Mal, wenn wir mit einem neuen Person mit Schwachsichtigkeit gearbeitet haben, haben wir neue Dinge erkannt. 4, 5 Dinge haben wir erkannt, die sich geändert haben, die anders waren. Das war ein konstanter Lernprozess. Also lass uns ein paar Dinge falsifizieren. So, die erste Hypothese, also die übergreifende Hypothese ist, es macht irgendwas. Also wir wollen falsifizieren die Hypothese, dass es nichts tut. Also die Hypothese ist, ein Teilnehmer kann beide Augen nicht gleichzeitig benutzen. Der klassische Test ist, dass die Leute nur mit einem Auge zur Zeit sehen können. Zuerst wollen wir diese Suppression bestimmen. Also lass uns darüber reden, was die Person im Headset sieht. Die eine Auge sieht Pfeile, die nach rechts zeigen, die andere Pfeile, die nach links zeigen. Und normalerweise wird das Gehirn versuchen, okay, ich sehe ja ein Ding und man sieht diese komische überlappende Struktur. Und wenn man das Leuten zeigt mit normaler Schwachsichtigkeit, dann sehen sie nur die Pfeile, die nach rechts zeigen oder nur Pfeile, die nach links zeigen, weil sofort ein Auge supprimiert wird. So, Unterhypothese. Ein Teilnehmer an der Studie kann die Supprimierung nicht abschalten, um mit beiden Augen zu sehen. Nun, wie haben wir das getestet? Was machen wir? Wir haben Blinker. Das rechte Auge sieht, das eine Auge sieht Pfeile oben und dann das linke Auge sieht oben nichts, das andere Auge sieht unten Pfeile nach rechts und das erste Auge wieder unten nichts. Und wenn man das übernimmt, sieht er tatsächlich Pfeile in beide Richtungen, was seltsam ist, was nicht möglich sein. Aber das ist nicht so nützlich, weil wir wollen, dass Leute beide Augen benutzen, um die gleichen Dinge zu gucken und nicht halt, um auf verschiedene Dinge zu gucken. Was wir erreichen wollen, ist, dass beide optische Dominanzsäulen ein gleich intensives Bild sehen. Also ist die nächste Hypothese, ein Teilnehmer der Studie kann nicht mit beiden Augen gucken, während Supprimierung aktiv ist. So,
Beim ersten Versuch hatten die Signale für beide Augen haben die gleiche Intensität. Das linke Auge sieht einen Pfeil nach links, das rechte Auge sieht einen Pfeil nach rechts und im Gehirn wird es als als sechser Stern gesehen. Wenn das linke Auge unterdrückt, supprimiert wird, sieht der Teilnehmer einen Pfeil, der nach rechts ist. So, wie kann man diese Signale gleich machen? Nun, wir können einfach das Signal, die Intensität des Signals von dem rechten Auge schwächer machen. Der Benutzer guckt einfach nach oben oder nach unten und die Positionierung macht das eine oder das andere Auge die Intensität schwächer. Und es gibt immer irgendwo einen Punkt, wo der Teilnehmer plötzlich diese einander überlappenden Strukturen sehen von diesen Pfeilen, die in entgegengesetzte Richtungen zeichnen. Das heißt, wir haben die Supprimierung, einen Brute-Force-Weg gefunden, um an dieser Supprimierung vorbeizukommen. Und das ist ein Trick, den wir in anderen Umgebungen benutzen. So, wir denken also, wir haben diese Hypothese widerlegt. Wir haben gezeigt, dass wir die Supprimierung abschalten können, dass wir an ihrer vorbeikommen können. Und warum war es dann in den ursprünglichen physikalischen Testen so, dass sie mir gezeigt haben, dass es nicht möglich ist? Ich glaube, dass dieser physikalischen Test, da gibt es immer Verwirrung. Es gibt immer einen Hintergrund, es gibt einen Boden und eine Wand und eine Decken. Und das gibt genug Eingaben für die Augen, dass dieser Konflikt getriggert wird und dass das eine Auge supprimiert wird. Wenn man so ein Headset aufhat, ist das komplett anders, weil es diesen ganzen Hintergrund nicht gibt. So, die nächste Unterhypothese ist, dass auch wenn wir mit beiden Augen sehen kann, dass er nicht die Signale fusionieren, die Bilder von beiden Augen fusionieren kann, solange er schwachsichtig ist und schielt. So, wie kommen wir zum Strabismus? Also ein Auge ist falsch ausgerichtet. Was man im Headset macht, wir können einfach das komplette Universum drehen, so dass es richtig vor dem falsch ausgerichteten Auge steht. Einfach. So, jetzt ist das gleiche Objekt, egal wo es ist, erscheint das gleiche Objekt an der gleichen Position an der Retina. Und weil das Gehirn erkennen kann, dass es beide an der gleichen Position. Ja, also der Teilnehmer hat das Headset um. Also wir haben tatsächlich verschiedene Versionen für Kinder und für Erwachsene und in verschiedenen Versionen, aber es ist normales Dings. Also wir haben einen Kreis, der ist gelb unten und der andere ist blau oben. Und der eine ist, bleibt da, ist im einer ist fix im Wahrnehmung, also relativ zum Auge, und der andere wird festgehalten im absoluten Position, und das erlaubt es dem Teilnehmer, den Kopf zu bewegen, bis die beiden sich halt überlappen. Und das erlaubt uns genau zu messen, wie die Fehlstellung des Auges ist. Und wir wissen, in dem Moment, wo die zusammenkommen, wissen wir, dass das Gehirn die beiden Bilder fusioniert, weil sie unmögliche Farben zeigt. Weil es sieht gelb und schwarz in der einen Hälfte des Kreises und auf dem anderen Ende blau und schwarz an der anderen Stelle, und das Gehirn weiß nicht, was diese Farbe ist, und fängt an zu schimmern in der Wahrnehmung, und der Teilnehmer sagt, das ist aber eine lustige Farbe. Also wir haben falsifiziert, zumindest für einige Leute, und ich denke, es ist besser als nur für einige Leute. Wir können grundlegende Fusion erreichen, was eine beschränkte Form von zweiäugigem Sehen ist. Und das scheint ziemlich stabil und präzise zu sein. Okay, wir haben die Supprimierung überwunden. Wir können die Fehlstellung des Auges kompensieren. Können wir uns noch weiter in diese optischen Dominanzsäulen reinkommen? Können wir es schaffen, dass wir tatsächlich Tiefe sehen können? Oh, also lass uns die Hypothese falsifizieren, dass wir das nicht können. Das hier ist ein Beispiel, das basiert auf einem klassischen Test, wo man diese
Rauten hat. Und wir benutzen diesen Parallaxeneffekt, indem wir einfach einen der Kreise ein wenig verschieben. Das ist so, das macht alles, wenn man mit 3D-Bildern macht, man verschiebt einfach Teile, um diesen Offset, diese Parallaxe zu kriegen. Ja, also wir haben diese Dings und wir wählen zufällig einen Kreis aus und verschieben ihn zufällig um immer weniger und fragen den Betrachter, welcher dieser Kreise aus dem Bildschirm herauszuspringen scheint. Und wir haben festgestellt, dass obwohl fast die ursprünglichen Tests gezeigt haben, dass die meisten Teilnehmer überhaupt keine Tiefenwahrnehmung haben, können sie tatsächlich hier, wenn sie unter diesem Test sehen, dass einer dieser Kreise herausspringt. Also es ist wieder auch die Situation, dass einem klassischen Test einfach der Hintergrund des Raumes dazu so viel Störwirkungen hat, dass einfach der Test nicht falsche Negative produziert. Wir haben auch bei einigen Leuten, die hier leben und die ist häufiger zurückgekommen, dass sie sehr schnelle Fortschritte machen bei dieser Wahrnehmung. Und das scheint zu bedeuten, dass wir wahrscheinlich tatsächlich irgendetwas aktivieren, dass irgendetwas passiert im Gehirn. Also wir haben die Supprimierung überwunden, wir haben die Fehlstellung ausgestellt, wir haben Fusionierung und Tiefenwahrnehmung und Parallaxenwahrnehmung irgendwie gekriegt. Die Person nimmt das Headset ab, das Auge guckt weiter in die falsche Richtung und Supprimierung schaltet sofort an und der Patient ist wieder da, wo er war. Also was ist der Punkt von dem Ganzen? Das ist jetzt, wo der innovative Kram reinkommt und das ist der harte Teil. Können wir es hinkriegen, dass wir die Augen von einer Person wieder gerade werden? Vielleicht sogar gerade zu bleiben? Also, wir hatten viele schlechte Anfänge, viele Ideen, die einfach nicht funktioniert haben. Und dann haben wir die einfache Idee. Und dann hatten wir die Idee, dass es ein unterschwelliger Prozess und dass es uns als einen solchen versuchen. Die Idee oder das Ziel, dass wir Fusionen beinhalten wollen, wird irgendwann das einfach überschreiben. Das heißt, wir haben das hier gemacht. Wir benutzen die Kamera des Phones, das da vorne geht, und es inkludiert das, was rauskommt mit dem Auge. Wir nehmen, wenn es schief sieht, und wir nehmen die Lichtunterschiede, und die Person kann generell beide Bilder zusammenschieben. Das heißt, sie können sich bewegen und sie können ihre Augen benutzen, als ob beide gerade wären. Das ist cool. Was wir dann machen, ist, dass wir sie langsam, die beiden das Bilder langsam gerade ziehen. Sehr, sehr langsam. Und keiner, mit dem wir das bisher ausprobiert haben, hat das bemerkt. Selbst als wir es ihnen gezeigt haben, kannst du das fühlen, kannst du spüren, dass es gerade ist. Es ist komplett im Unterbewusstsein. Sie können immer noch das Gelbe und die grüne Schicht sehen. Das ist am einen oder dem anderen Auge, aber sie halten diese Fusion und es wird alles gerader und gerader und irgendwann, ja, funktioniert, ist das Auge dann auch wieder gerade. I think this is a big deal too. So, there are lots of other things. Wir haben noch viele andere Sachen, die wir ausprobieren wollen. Wir machen das schon, wenn man Videos schaut. Das heißt, es könnte super für Kinder sein. Ihr Kind schaut 5 Minuten seinen Lieblingscartoon anzuschauen. Warum nicht 3D-Videos? Ne? Wir können das mit Spielen integrieren. Ich habe eine Liste, die so lang wie mein Arm ist, von Sachen, die ich bauen möchte, um die Robustness zu verbessern, um das wirklich, dieses System zu trainieren kann. Weil wir wissen, dass es funktionieren kann. So, grundlegend. Die Augenfähigkeit, iSkills macht nicht gar nichts. Es hat einen Effekt.
Und das ist nicht eine schlechte Grundlage, um weiterzubauen. Die Frage ist, wie effektiv ist es und für wen? Weil jeder mit einem schwachen Auge, es gibt so viele unterschiedliche Probleme, haben ziemlich leicht unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Das heißt, wir müssen es herunterbrechen in unterschiedliche Symptome und versuchen, was funktioniert am besten mit welcher Gruppe von Menschen. Und die große Frage ist, mit Übung, weil wir hatten noch nicht ein Kit, was man mit nach Hause nehmen konnte, aber wir sind fast da. Mit Übung, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo die Augen gerade sind und das Gehirn hat überhaupt kein Problem damit. Es ist gewohnt und wir nehmen den Kopf-Headset ab und es funktioniert. Und hey, ja, das ist super. Ich muss nichts unterdrücken. Ich habe keinen Konflikt anymore. Ich bin es gewohnt. Und das ist unser Ziel. In 2019 haben wir unser Ziel, diese Sache zu validieren mit einer internen Studie. Wir haben eine Universitätsgruppe in Gießen, die da mitarbeiten möchte. Aber wir suchen nach mehr. Wir suchen nach mehr Leute, die mitmachen. Wir suchen weitere Forscher, die involviert sein wollen. Und das führt dazu, dass zu dem größeren Bild. Können wir etwas bauen, was diesen Progress weiterschiebt? In den letzten 100 Jahren haben Leute sich das Ganze angeschaut und ich habe diesen Traum schon seit ein paar Jahren. Wenn dieses Open-Source-Software wäre, und es ist Open-Source-Software, wäre es nicht toll, wenn es die Standardplattform für Forschung werden würde? Weil Forscher hätten mehr Freiheiten. Das System umzubauen und müssen nicht irgendwelche kommerziellen Lizenzen beachten. Sie hätten die Flexibilität und die Komponenten voneinander zu benutzen und interoperabel zu sein. Und ganz wichtig, haben sie eine bessere Wiederholbarkeit, weil anstelle zu erklären, was sie in einem Paper gemacht haben, können sie die Software teilen. Und das ist, was wir benutzen können. Und das bedeutet, dass dasselbe Software mit unterschiedlichen Gruppen geteilt werden können. Psychologen, Ophthalmologen, Neurowissenschaftler. Jeder von denen können unterschiedliche Ansichten mitbringen. Und Langlebigkeit ist auch wichtig. Wenn es quellenoffen ist, dann muss es nicht notwendigerweise sterben, wenn eine Firma pleite geht. Und das bringt mich weiter. Die viel größere Idee dahinter. Ich glaube, das kann und sollte eins oder wenn ich das größte Wissenschaftsprojekt mit normalen Menschen sein. Das Größte, was den Progress zurückgezogen hat, ist die große Gruppen, die kleinen Gruppengrößen und weil die großen Kosten. Und dann sieht man die Menschen nur alle paar Monate und sie hatten einen schlechten Tag und sie waren hungrig oder müde und deswegen lief es besonders gut oder besonders schlecht und das ist einfach. Was ist, wenn wir Hunderttausende von Menschen das zu Hause benutzen können? Was ist, wenn wir klassische Spielifikation und Spieltests, unterschiedliche Bereiche zu testen und herauszufinden, was besser funktioniert mit welchen Gruppen von Symptomen. Lasst uns Spielifikation für eine gute Sache benutzen, anstelle von schlechten Sachen. Und das würde bedeuten, dass Professionelle können sehr genau auf Personen mit spezifischen Symptomen fokussieren und mit ihren teuren Maschinen, die wir überhaupt nicht haben, und fMRI-Scanner und der ganze Rest, können sie die Umgebung, die den besten Impact haben oder den schlechtesten Impact und sich herauszufinden, warum. Sie haben einen besseren Zugriff darauf, auf dieses Verhalten. Ich möchte kurz ein bisschen über das Framework reden. Die Anwendung, die ich euch gezeigt habe, das System, das ich euch gezeigt habe, versucht uns zu helfen, was im Framework ist. Und das ist noch sehr früh und sehr jung. Aber es geht in die richtige Richtung. Also die Anwendung ist sehr einfach zu modifizieren. Wir können neue Umgebungen erstellen oder entfernen. Das hier ist wahrscheinlich der wichtigste Teil. Es gibt eine Kamera da drin. Das ist die Lazy-Kamera, weil man kann jegliches Unity-Game nehmen, die virtuelle Realitätskamera rausnehmen und diese Kamera einbauen und es weiß über die Augenverschiebung und wie man ein Auge gerade macht und mit dem richtigen Datenobjekt zu reden, um die Sachen über Daten zu speichern, um Veränderungen festzustellen. Diese Kamera hat diese Mikrocontroller, die erweiterbar sind. Und die lassen einen
Forscher, diese in Echtzeit diese Sachen zu ändern, was der Mensch sieht, diese Inhalte zu sehen und Konflikt hinzufügen oder die Lichtunterschiede hinzufügen oder unterschiedliche hoch- oder niedrig konzentrative sich. Und wir haben diese Ansicht über Websockets funktioniert. Jeder darüber kann man sehen, was im Headset funktioniert und diese Umgebung verändern. Sie können die Parameter ändern, die ganzen Sachen über ihr eigenes Gerät machen. Das heißt, man braucht nicht mehr Leute, die selber kommen. Man muss nicht mehr im selben Land sein. Und zu guter Letzt, um die Kosten zu reduzieren, haben wir das ganze, dieses Gestenkontrollsystem gebaut, das nicht die normalen VR-Insets benutzen mit Menüs und so weiter. Wenn man eh nicht weiß, was die Augen machen und man möchte auch nicht machen, was die Augen, man möchte auch nicht ändern, was die Leute sehen. Das heißt, es geht alles darum, links und rechts zu schieben und das Ziel ist, dass es so billig ist, dass man alles, was man braucht, ist man das Handy, was man eh schon hat, und das Headset, in das man das Telefon stecken kann. Das Handy stecken kann. Okay, nächstes Jahr in die weite Welt, das ist unser Ziel. Ich hoffe, dass eine kleine Revolution startet und ich hoffe, dass es die Ophthalmologen und die Visionstherapeuten und die Neurowissenschaftler zusammenbringt und wir hoffen, dass das um die ganze Welt geht und wir hoffen, dass wir eine Organisation bauen können, die nicht nur irgendwann aufhört, weiterzurennen, sondern ich hoffe, dass wir etwas haben können, das Wertigkeit hat und das weiter länger hält. Und das alles funktioniert nicht, wenn wir das Ganze nicht zu einem bezahlbaren Preis ausliefern können. So. Damit wir das hier machen, das ist, warum ich hier bin, euch bitte. Wir brauchen einfach mehr Menschen mit mehr Fähigkeiten. Wir brauchen Ideen und Herangehensweisen, wo wir zwei Kameras drin haben. Wir haben eine stereoskopische Sicht der Welt. Das heißt, wir können auch rumgehen mit dem Headset und die wirkliche Tiefe erkennen. Wir brauchen Kameras, die nach innen sehen. Aber wir brauchen die für ein paar Dollars und nicht Tausende an Dollars. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Leute mit Fähigkeiten. Leute, die was machen können. Wir werden mit ein paar Leuten in Konflikt geraten. Grafische Designer, Spieleentwickler, alles Mögliche. Wenn ihr irgendwelche Zeit habt, wenn das interessant für euch ist, wenn ihr da involviert sein wollt, könnt ihr auf iSkills.org schauen. Da gibt es eine kleine Liste, wo ihr sagen könnt, was ihr machen könnt. Und zu guter Letzt möchte ich Danke sagen für die Organisationen, die uns dabei geholfen haben, so weit zu kommen. Und insbesondere möchte ich den Prototyp Fund ansprechen, weil der uns Geld gegeben hat. Die sind super. Die bezahlen 40 Open-Source-Projekte pro Jahr und sie geben einem Geld. Und sie gehen weg und lassen einen weiter damit arbeiten. Und schaut euch die mal vielleicht an. Also, vielen Dank. Thank you so much, Ben. And danke, Ben. Plenty of questions, and you're already lining in front of the microphones. So I take first microphone 2. Zuerst and Mikrofon 2, bitte. Hello. Hallo. Hi. Yes, I'm glad you mentioned eye tracking. Ja, ich freue mich, dass du Eye Tracking dir angeschaut hast. Und ich sehe, dass es aktuell viel große Kosten hat. Ich weiß das. Ich frage mich, was es wirklich was verbessert, außer die Konfigurationsprozess zu vereinfachen. So right now I'm im Moment fokussiere ich mich daraus etwas zu machen, das Leute zu Hause einfach machen können. Und ich jeden Tag durch diesen Kalibrierungsprozess zu gehen. Das muss man machen, um zu sehen, ob es Verbesserungen gegeben hat oder nicht. Um rauszufinden, wie einfach die momentane Subprimierungsverhältnis ist und wie die Augenausrichtung ist. Um das zu machen, geht man durch
einen Schritt nach dem anderen geht, bis man und dass die einen Schritt nach dem anderen geht, der den nächsten dann freischaltet. Und das sollte ein ganz einfacher Schritt, einfacher Prozess sein, damit man es schnell machen kann. Does that answer the question? Beantwortet das die Frage? Dann würde ich gerne Mikrofon Tür. Mikrofon 2. Ja, toller Vortrag. Ist die, reduziert die Kamera die Performance des Spiels? Ist diese Kamera in dem Spiel, reduziert das die Qualität der Performance in dem Spiel? Ich bin mir nicht sicher, dass ich die Frage verstehe. Oh, I see. Does the performance degrade? Is the game slower than before? Yeah. Shouldn't be. Nein, sollte es nicht sein. Können diese Methoden benutzt werden, um Leute, die auseinanderlaufende Auge während eines Hirninfarkts ist? Das würde ich gerne wissen. Hi, over here to Hallo. Hier rechts. Die Frage ist, du hast gesagt, dass Leute eine Operation haben, wenn sie in so einer Situation, wie sieht es danach aus? Sind die Augen fest in Position oder? Welche neuen Probleme erstellt das oder wozu führt das? Es löst das Problem nicht, außer wenn man das Problem so definiert, dass es ein kosmetisches Problem ist. Man kann bis zu 6-mal das Auge operieren, bis die Muskeln so weit abgeschnitten sind, dass man nichts mehr machen kann. Es gibt einfach also vermutlich auch ein Feedback-Prozess, dass einfach das Gehirn möchte, dass das Auge in eine Richtung guckt und dann ja, die Operation verkürzt einfach die Muskeln, sodass die Ruheposition des Auges nicht das zum Zentrum gezogen wird. Und ich denke, es hat teilweise damit zu tun, dass meisten Augenärzte wirklich glauben, dass nach einem sehr, sehr jungen Alter es überhaupt keine Hoffnung mehr gibt. Und ich glaube, dass inzwischen sehr, sehr klar widerlegt wurde von den Neurologen, dass das Gehirn sehr, sehr lange sehr plastisch bleibt und dass das tatsächlich noch Änderungen möglich sind. Aber das ist einfach, was die Institutionen halt machen, wohin sich die Institutionen entwickelt haben, dass sie halt Augenoperationen machen. Und was wir machen halt ist, machen wollen, dass wir unsere Technologien dazukommen zu der Augenoperation, dass es halt nicht nur die kosmetische, sondern auch tatsächlich die volle Funktionalität wiederherstellt. Fragen aus dem Internet? Nein, also Mikrofon 2 bitte. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, ich habe alternativen Strabismus. Funktioniert die Anwendung damit? Weil ich kann beliebig hin und her switchen. Das heißt, ich weiß von diesen Testen, dass ich normalerweise, wenn ich zwei Bilder sehe, links sehe ich das, rechts sehe ich das. Also, vielen Dank. Und zweitens habe ich immer ein Problem, Leuten zu erklären, was es bedeutet, wenn man keine tiefen Idee hat. Das heißt, ich sehe ja alles, aber ich sehe immer zwei Dinge und ich sehe, hey, ich habe keine Stereovision als Grund. Und dann versuche ich immer zu sagen, hey, ein Auge zu machen und jetzt siehst du den Unterschied. Und manche Leute sehen den Unterschied und manche sehen ihn nicht. Gibt es da vielleicht irgendwie so einen Test für Leute, erklären können, was passiert, wenn man keine Stereovision hat. Nun, also ich würde mich gerne nochmal mit dir unterhalten. Du bist jetzt die dritte Person mit alternierendem Strabismus. Gestern habe ich mit Strabion darüber geredet. Der hat auch alternierenden Strabismus und davor Cliff. Und alternierender Strabismus scheint eine komplett andere Sache zu sein, ein komplett anderes Spiel. Es scheint auch das zu sein, wo wir den schnellsten Fortschritt zu machen können. ich kann keine Versprechen machen und ich kann nicht
Das Einzige, was dir wirklich helfen kann, ist dein eigenes Gehirn. Und wir haben keinen definitiven Beweis, dass das, was wir machen, tatsächlich helfen kann. Was ich dir versprechen kann, ist, du wirst eine sehr interessante Erfahrung haben. Und hast du ein paar Tricks, wie man sehen, Leute, die mit beiden Augen sehen, wie es ist, mit nur einem Auge zu sehen? Nun, ich glaube, dass das etwas, du hast etwas, das Panoramavision heißt, also Panoramasehen heißt, diese, dein Gehirn weiß, dass das, dass die Augen in verschiedene Richtungen guckt und das erweitert dein Sichtfeld einfach weiter, indem es die beiden Bilder nebeneinander, wie bei zwei Monitoren, zusammen verbindet. Also es ist sehr praktisch, wenn man Kraftfahrer ist. Aber das ist nichts, was Leute mit normalem Sehen erfahren können. Wir könnten vielleicht ein Bild generieren. Wir könnten den Kamera-Input nehmen und das dann auf diesem panoramaartigen Gesicht, Sehfeld monopolisieren, bleibt mit dem unterdrückten Teil in der Mitte, aber es ist nicht klar. Vielen Dank für den Vortrag. Ich frage mich, du hast darüber geredet, dass du ein Programm hast, was das Auge im Headset bewegt. Was ist, wenn man das Headset wegnimmt, nachdem es gerade ausgerichtet wurde? Nun, was passiert? Das ist also sehr, sehr neu. Wir haben das doch nicht, dass Leute das nach Hause genommen haben, das wir für längere Zeit nehmen. Was tatsächlich passiert ist, wenn die Augen schon zusammen und wenn sie dann das Headset abnehmen, dann bleiben die Augen für einen kleinen Moment noch weiterhin parallel ausgerichtet. Aber die Frage ist, was passiert, nachdem das längere Zeit gemacht worden ist? Schafft man es, den Effekt robuster zu machen? Kann man die Fähigkeit der Leute verbessern, dass sie die Augen zusammenhalten können? Und das ist etwas, was wir nächstes Jahr machen wollen. Great. Microphone 2, please. Und 2, bitte. Danke für diesen Vortrag. Während deines Experimenten hast du nicht, also wenn ich das richtig verstanden habe, warst du nicht in der Lage, gegen die unterliegenden Situationen zu arbeiten, was auch immer problematisch mit dem Auge ist. Hast du ein paar Erfahrungen schon damit? Was ist, wenn jemand eine Operation hatte, um diese grundlegendes Problem zu reduzieren? Und habt ihr da irgendwelche Erfahrungen mit? Das kann nur funktionieren, wenn es möglich ist, dieses zugrunde liegende Problem zu verhandeln. Das ist häufig so was Einfaches, dass die Person eine Brille trägt. Das ist einfach, die Ursache ist, ein Auge ist fernsichtiger als das andere oder nahsichtiger. Und wir einzige Möglichkeit, dass das rauszufinden ist, dass Leute die Leute diese Technik zur Verfügung zu stellen und auch genau zu erklären und auch wie die Geschichte dahinter ist, um da rauszufinden, wie es arbeiten kann. Hallo, zwei kurze Fragen. Die erste ist, glaubst du, dass die Anwendung hilfreich wäre für Menschen, die schon sehr früh eine Augenoperation hatten? Würde das weiterhin helfen? Und die andere ist, ist es hilfreicher, wenn man mit der Anwendung vor der Operation ist oder besser warten, wenn jemand älter ist und dann mit der App machen, weil die Anwendung relativ, also es relativ früh operiert wird? Ich zögere etwas, zu konkrete Dinge zu sagen, bevor wir überhaupt die Versuche gemacht haben und all sowas. Ich denke, es ist sicherlich sinnvoll, es zu versuchen, weil die Operation ändert nur die Augenposition. Und das ist immer auch besser, weil man kann durch die Linse des Headsets gucken. Wenn man zu starken Strabismus hat, dann kann man einfach, guckt das einfach Auge an der Linse vorbei und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Würde man ein neues Headset brauchen, wo die Linsen unterschiedlich sind?
Ja, ich bin in Seoul gewesen, habe mit LG über ein Headset mit einem vollen Gesichtsfeld gearbeitet und it's no open hardware anymore. Ja, die Antwort ist, es ist patentiert. Es ist ein, ja, es ist ein offensichtlich ein sehr gutes Patent und sie denken darüber nach und sie machen tatsächlich alles richtig. Sie haben flexible OLED-Displays und sie denken darüber nach, wie man die Linsen so anordnen kann, dass man das sehen kann. Im momentanen Headset guckt man halt gerade durch die Linsen und man bewegt den Kopf und sie haben dieses Patent und sie haben einen Großteil der Probleme herausgefunden, die gelöst werden müssen. Deshalb hoffe ich, dass es in ein paar Jahren das ist, dass Samsung dieses Headset herausbringt und dass wir es vielleicht für unsere Zwecke benutzen können. Mikrofon 1. Habt ihr die Hypothese getestet, dass die normalen Teste fehlschlagen aufgrund der Hintergrundumgebung? Weil ihr könnt hier auch sehr einfach Hintergrund hinzufügen. Wir sind nur ein Projekt von Freiwilligen. Wir haben nicht die Ressourcen an Personen und Zeit. Und das ist ja einfach der Unterschied zwischen dem, was wir machen wollen und was wir machen können, ist unendlich groß. Wenn jemand diese Frage beantworten möchte, ja, gerne, mach bei uns mit. Das SDK zu benutzen, weil es viele Spieleentwickler gibt, die damit schon arbeiten. Habt ihr mal darüber nachgedacht, Web-VR zu benutzen, weil das ist grundlegend, wie man diese ganzen Plattformen zusammenbringen kann, die virtuellen Headsets. Und es gibt diesen Standardisierungsprozess vom W3C. Das heißt, wenn man eine Schicht runtergeht, dann kann man eine viel größere Gruppe bekommen, wenn man alles zusammenbringt. Wir haben darüber nachgedacht, aber ich habe entschlossen, pragmatisch zu sein. Unity ist die dominierende Environment, das fast alle Entwickler benutzen. Es geht nicht nur um die Sprache und die Kapazität, sondern auch die Assets, die es gibt, die Bibliotheken, die Größe der Community, die Fähigkeiten, die Leute haben. Es ist einfach, wir wollten es so zugänglich und pragmatisch und zuverlässig machen wie möglich und deshalb haben wir Unity genommen. Die Zeit wird zeigen, ob das eine gute Idee war oder nicht. Aber es ist ein guter Vorschlag. Wir haben auch vielleicht weitere Freiwillige. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag, diese Vorstellung. Vielen Dank, dass Sie jetzt im ersten Vortrag am letzten Tag des Kongresses gekommen sind. Vielen Dank und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzung.